Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Immer noch im Kampf gegen Maxwell, Part 3, weiß ich nicht. Mal gucken. So, jetzt geht's aber ab. Ich habe so das Gefühl, diesmal machen wir ihn platt. Und du hast wieder volle HP. Das habe ich sowas von kommen gesehen. Du kannst mich. So. Jetzt kommen erstmal die 4. Ja. Natürlich bringt das nicht so viel. So. Wann hast du wieder voll AP ernsthaft? Oh nein. Nein, 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 Ron, hilf mir. Der setzt das schon wieder ein. Jetzt leckt mich am. Oh, der ist ja noch. Ist er jetzt stärker geworden oder was? Nur weil ich Mila im Trupp hab. Aua. Dude, hilf mir. Aua. Schön mit, schön mal die Elementargeister hier. Spam. Die Hälfte der Angriffe, die du einsetzt, kann ich auch, alter Mann. Nur bei mir sehen sie viel besser aus. Wow. Okay. Warte mal, es hat geholfen. Jude. Und. Ich glaube, es läuft auch ein bisschen besser. Aua. Danke. Aua. Danke. Ja, was in Gottes Namen. Aber du ziehst jetzt nicht die ganze Zeit TP ab, sehe ich. Gut. Und Geisterspirale. Oh. Hilf mir hoch. Danke. Hilf mir hoch. Danke. Da kann ich voll Jules Dingens aufballern. Okay, jetzt schön Spam. Und zack, jetzt sehen wir meine Mystikart von Mila. Zack. Geil. Hat man auch noch nicht, ne? Ist er jetzt aus seinem Overlimit raus? Da wäre jetzt richtig Hammer. Oh, verdammter Dreck. Sind fast genau die gleichen Angriffe, die Maxwell und Missile haben. Komm her. So, ich bin gar nicht verwunden. Hilfe. So. Ah. Wir haben ihn aber gleich, sehe ich. Ah, komm her. Hörst du nicht zu, hast du uns zweimal, nee, dreimal schon so erledigt. So, Elvin, mach mal was. Und, oh Gott, er macht auch Schaden manchmal. Einfach genommen, verdammt, ich Idiot. Ich vergesse es immer. Wir bauen ja voll viel an TP. Oh nein. Elvin, wechsel doch mal wieder mit Rowan. Und Luftfeuer. So. Also ist einmal aktiviert, ne? Mann. Auf damit. Aua. Verdammt. Jawohl, getroffen.
Oh, wir haben ihn bald. Oh, ja, ja. Oh Gott. Hör auf mit dem Zauber. Auf den automatischen Zauberschutz. Er hat sogar gewacht, glaube ich. So. Hilfe. Verdammt. Falscher. Aha, meine TP. So. TP her. Komm her. Zack. Und Kreis. Und hoch. Und ich bring dich wieder aus deiner Mystikart raus. In meiner Mystikart. Ha. Erde. Und alle vier zusammen. Schmerzen überall. So. Oh, du bist gleich tot. Jo. Ich hab dich gleich. Boah, die zieht ihn aber auf hier. Und wir haben keine TP mehr. Und wir haben wieder keine TP. So, was mal mit Leia? Guck mal her, Leia. Kannst du jetzt was klauen? Komm her. Klau irgendwas. Oh Gott. Ja, ich muss das ja selber machen, weil ihr macht es ja nicht von allein. Und zack. Ja, ich gehe natürlich da raus, ist klar. Komm her, Leia. Klau irgendwas. Mir egal was. Aua. Nein. Ganz böse. Nein. Was, die sind weiß. Oh, ja, jetzt ist nicht mehr ihr Element, deswegen. Au. Elisa. Ja, das. Oh mein Gott, wir brennen alle. Boah. Und Luftfeuer. Ja, stimmt ja. Wir haben genau das gleiche. Ah, das war gut gesetzt. Der Heilkreis. Das auch. Klau irgendwas leer. Ist bestimmt voll wertvoll. Ich meine, es war Maxwell. Mann! Powertreffer, geil. Komm, nein, verdammter Dreck. Und Luftfeuer. Das will der Maxwell jetzt anfällig gegen Feuer, deswegen. Aua. Nein, 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 nein. Ich will mich doch verarschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dude. Ja, genau, da trifft uns noch. Reicht das? Nein. Was macht ihn alle? Boah. Ach du Scheiße, nein. Elementar. Ei, ei, ei. I'll overcome anything. Yes, all right. I'm just getting started. I feel much stronger. You're really coming into your own. Not bad. There's always room for improvement. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh hingegangen. Aber okay. Hat ja noch geklappt. Oh, da ist der Stuhl zusammengebrochen. Weil hört man nicht, ich bin jetzt ein paar Mal gegen Chico gekommen. I feel blessed to have lived long enough for this reunion.
to think that we would meet again. This feels like a dream, but it's real, isn't it? I'm glad to see you too. Welcome back, Mila. Thank you. Oh, du brauchst gar nicht den Stuhl. Hey! Stay away from us! Or am I gonna have to finish you off myself? I do not understand. The four. Tell me, what is the meaning of this? I could no longer stand idly by and allow you to continue with this folly. Right, exactly. So we decided to help Mila out and bring her to the spirit realm. How dare you? I gave no such order. Lord Maxwell, all people have hearts and minds, just the same as we do. You can't just treat them like tools, even if it does help save the world in the end. Maxwell, you may have been the one to give me my mission. Nevertheless, it was still my own mission. You exerted your own will. And that was a decision that came straight from your own heart. Yes. The world you created seems to serve no purpose other than to exist. But what kind of life is that for its people? We all just want to live. I suppose this is why I could not understand your actions. Human hearts truly are complicated things. Perhaps my ignoring that fact is what ultimately led me astray. I shall dispel the schism. Are you serious? Maintaining the schism requires a tremendous amount of mana. Dispelling it will disperse this energy into the world. That should protect the world's spirits. At least for a time, anyway. It will grant us a reprieve of a few years, possibly even a few decades, at best. Thank you, Maxwell. We'll figure out a solution. Both Risa Maxia and Olympias will live on together. We'll find a way. You have my word. So, Maxwell, you would step down from your rightful place as this world's god? Hi, Gaius. Gaius? Answer me, Maxwell. I have grown weary of constantly being at the mercy of human hearts. Maxwell. If you wish to abdicate your throne as Risa Maxia's god, then I shall sit upon it in your stead. A mere human to replace me as my equal? How absurd. You are not worthy at all. It is not a question of being worthy. It is a question of actually being willing and able. If you cannot fulfill your obligations, then I certainly will. Not so fast. I'm afraid that's not gonna work for me either. It matters not. I don't need your approval. Such power. It can't be. Und da ist schon wieder die Lanze. The Lance of Kresnik? What choice did I have? After all, you refused to tell me what I should do, now didn't you? Muse, have you lost your mind? I cannot allow you to destroy the schism! Maxwell, you shall serve as the cornerstone of your own world! It is my mission to protect the schism! My mission! Mine, mine, mine! Aber was sie jetzt mit Maxwell vorhaben,
sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss!